Am Mittwoch hat im neuen Museum Biel das 5. Netzwerktreffen für Lehrpersonen und Kunstschaffende stattgefunden. Seit 3 Jahren arbeiten in verschiedenen Projekten Lehrer und Künstler eng zusammen. Zwei Welten, die aufeinanderprallen und gleichzeitig viel voneinander lernen können. Wie so ein Projekt konkret aussehen kann, weiss Florin Schönmann. Sie hat Drittklässler aus dem Bieler Blenkenschulhaus besucht, die zusammen mit einer Schriftstellerin ein Buch geschrieben haben. Wir stellen es euch vor. Das ist der Ival. Er ist 11 cm gross, 109-jährig und hasst ungerade Zahlen. Ihn hat King, genau gleich wie die ganze Geschichte, selber erschaffen. Im Rahmen dieses Projekts sollen die Schülerinnen und Schüler auffällige Ängste vor dem Schreiben verlieren und gerne mit der Sprache arbeiten. Für Nicole Berva, die Lehrerin der Klasse, und die kroatischstämmige Schriftstellerin Dragica Rajcic ist das Ziel erreicht. Ja, die ist wahnsinnig geschätzt, eine echte Schriftstellerin im Schulzimmer zu haben. Sie, sie hat sich so tief berührt, dass sie wirklich ganz aus sich raus sind. Sie hat Kinder, die haben am Wochenende noch x Geschichten geschrieben. Und jedes Kind hat einen riesen Gewinn aus dieser Zusammenarbeit gezogen. Und das war wunderschön zu sehen. Sie sind so aufgegangen wie Blumen. Ja, wirklich schön. Die beiden Frauen treten mit viel Stolz vor die versammelten Leute und erzählen vom vergangenen Schuljahr. Zuerst haben die Kinder gelernt, wie man eine Geschichte aufbaut. Nachher haben sie Protagonisten geschaffen und Geschichten gefunden. Und schliesslich haben die Kinder ihre Texte ins Reine geschrieben und Bilder gezeichnet. Dass gerade ein Buch entsteht, war nicht geplant. Das Besonderheit von diesem Projekt war für mich, und das wollte ich, ist ein Pilotprojekt, dass man nicht am Anfang Produkt stellt, sondern den Prozess. Also das, was entstehen kann, entsteht. Aber zuerst muss man in diesem Prozess das gemeinsam herausfinden. Schule ist etwas Zielstrebiges, aber diese Zirkulare ist auch genauso wichtig, dass jeder seinen Platz findet, sowohl ich als die Lehrerin, als die Kinder. Und daraus ist ein Buch entstanden, aber für mich wäre es auch keine Katastrophe, wenn jetzt nur eine Kurzgeschichte geschrieben würde vom Kind. Das Buch «Ivals Abenteuer» mit fast 200 Seiten haben sie schliesslich binden lassen. Schon gleich kann man sie in der Bibliothek des Bieler Blenkenschulhauses anschauen.